Drachenwelten. Wenn Elfen und Feen und riesige Drachen flügelumspannend über dir wachen und deine Träume changieren von grün bis lila Metallic und Feuer spielen sie vor Äonen von Jahren und züngeln dir Glut, dann sei auf der Hut. Wenn Orks und Monster in roten Mützen heimlich deine Gedanken stibitzen, wenn sie kommen in Scharen mit listig Gebaren, wenn sie schlüpfen ins Zimmer und unter die Deck, dann sieh lieber weg. Wenn die Abhänge flach und bemoost dir erscheinen und im Tale ein Rinnsal, doch Grund siehst du keinen, wenn Spiegel nur schimmern, doch das kauzig Wimmern hinter dem Glase vernimmst du nicht, sei kein Wicht. Du dämmerst weiter in farbigem Schlummer, rosa Elfenfedern mit Flügeln den Kummer des grauen Tages hinfort. Seichte Stund, vor ewiger Zeit war dein Haus warm und rund, dein Dasein wohlig und unbeschwerlich, doch jetzt gefährlich. Träum nicht so lange von Lyra, Tolkien, von Potter, Artemis und Bernsteinrubin, von glasklar Kristall und eisigen Seen, von finsteren Mächten und lieblichen Feen. Öffne die Augen zum Tageslicht, sieh, das ist Magie. Der kleine Büchergeist. Es gibt ihn schon, den kleinen Büchergeist, der durch all die vielen Bücher reist. Er schwebt von Seite zumeist, wobei er dir die Märchenwelt aufweist. Er manchmal zu uns Lesern spricht, vergesst die märchenhafte Lyrik nicht. Ich bleibe gerne bei euch wohnen, es würde sich für uns alle lohnen. Ich hoffe doch, du weißt, wie gern ein kleiner Büchergeist durch deine Fantasie reist und zumeist Liebe, Zärtlichkeit und Spannung aufweist. Und wenn du weiter so viel liest, deine Fantasie ganz einfach sprießt, mit jedem Wort er es dir beweist, wie wichtig Fantasie für einen kleinen Büchergeist. Doch nun ist er abgereist. Mein kleiner Freund, der Büchergeist, er schwebt zum nächsten Lesebuch bis zu seinem nächsten Besuch.